Ich würde empfehlen, für die, die abends unter Heißhunger leiden, dass man versucht, sich abends immer richtig satt zu essen. Eiweiß sollte hier auch die Hauptrolle spielen. Und dass man auch gerne danach eine Kleinigkeit, Süßigkeit vielleicht sich noch gönnt. Aber eben bewusst. Und nicht irgendwie essen, 2 Stunden Pause, aber nicht richtig satt gewesen, weil ich zu viele schnelle Kohlenhydrate gegessen habe. Zum Beispiel irgendwie Zwieback mit Marmelade, Blutzucker hoch, zack, danach wieder unten. Und dann treibt sich viel mehr zur Schublade. Also satt essen und dann eben sich zu beobachten, unter welchen Emotionen kommt das jetzt. Ist es wirklich der Entspannungsmodus? Könnte ich mir nicht auch eine schöne Tasse Tee machen, einen ganz speziellen Tee? Oder irgendwas in diese Richtung, ja? Oder ein Gespräch suchen mit der besten Freundin, wie vorhin schon erwähnt.